Mensch, Ruth, klasse, dass du hast so schnell vorbeischauen können. Ich sag dir eins, du wirst jetzt gleich Bauklötze staunen. Ich habe mich so beeilt, um deine Neuigkeiten zu erfahren. Ja, du, es ist wieder gar nicht schnell genug gegangen. Du hast doch neulich so eine tolle Satinbluse gehabt, gell? Ja. Da habe ich doch gesagt, du, da können wir nicht drauf bügeln mit Steinen, um Stimmt, das zu verzieren, das war so weil schade. Der Abdruck zu sehen ist. Ja, und? Ich habe ein rasant neues, sensationelles Gerät da. Es nennt sich Glitz Up und ist ein Vakuumapplikator. Das heißt, das wir müssen auch keine Steine mehr mit der Pinzette schnappen. Aber das muss ich dir jetzt ganz genau erklären. Genau. Das ist, interessiert aber mich jetzt Aber wir haben sehr. Nirgendwo mehr Abrenzer. Ob das Leder ist, ob das Farbe ist, ob das Seide, Satin, ob das ein Wintermantel ist. Du kannst überall sofort Steine drauf das machen. Das ist ja der Wahnsinn. Genau. Das ist ja klasse. Zeig mal. So, pass auf. Das ist unser Gerät. Ja. Das ist das Glitz Up. Und es ist ein Vakuumapplikator. Du brauchst auch keine Pinzette mehr, um die Steine aufzukriegen. Das ist natürlich ganz toll. Scharf. Ja. Also, das ist unser Gerät. Ja. Dann haben wir hier drüben ein Kabel und das geht in die Steckdose. Okay. Und dann haben wir hier drüben ein Kabel und das geht hier zu unserem Glitz Up Vakuumapplikator rein. Das heißt, da kommt die Luft durch sozusagen. Ja, die Luft und die Wärme. Und die Wärme. Die Wärme. Ja, die brauchen wir ja auch. So, ja. Es gibt ja unterschiedliche Steingrößen. Wäre ja langweilig, wenn wir immer nur mit einer Steingröße arbeiten müssen. Und jetzt gibt es hier vorne drei Spitzen und die sind auch austauschbar, aber das zeige ich dir gleich. Oh ja. Mhm. Okay, so, unterschiedliche Steine, unterschiedliche Hitzeentwicklung. Mhm. Und jetzt sehen wir hier auf dem Gerät, das ist auch sehr einfach, der große Stein, größter Punkt. Ja. Weil du kannst Steine, du kannst Nieten nehmen und du kannst auch so Designer-Nieten nehmen. Mhm. So. Der mittlere für die mittlere Spitze und der kleine für die ganz kleine Spitze. Das Dreh ist ja ganz vorne einfach. Und das erklären wir. Okay. So, aber jetzt, also, das ist zeig jetzt mal, zeig mal. So, also Knöpfchen umlegen, jetzt fängt er an zu arbeiten. Ja. Und ich habe es vorher schon mal auf Betriebstemperatur gebracht, weil ich habe ja hier schon kratzen vor der Haustüre auf dich gewartet. Wie lange muss ich denn das vorheizen? 15 Minuten. 15 Minuten, das ist so. Okay. Mhm. Und jetzt haben wir hier vorne, wir sehen das ja, hier vorne ist jetzt die Spitze ist heiß. Und hier vorne, da kann ich problemlos anfassen. Ja. Und jetzt haben wir hier ein Loch. Siehst du das? Ja. Vier Löchlein. Ja. Und da lege ich jetzt meinen Daumen drauf. Und jetzt entsteht in dem Stab ein Vakuum. Okay. Mhm, und wozu brauche ich das jetzt? Ja, zeig mal. Das zeige ich dir. Das heißt, hörst du es? Oh, das okay. saugt so richtig saugt fest, so ja. richtig mhm. an. Jetzt transportiere ich das hier mal auf meine Textilie. Lass das Vakuum los. Und jetzt fließt mit der Hitze der Kleber von meiner Niete heraus. Das Tolle ist, ich habe immer einen Abstand, sodass ich mir meine Materialien auch nicht verbrennen kann. Ja. Okay. Und wenn ich jetzt hier drüben nicht zuhalte, das Was Loch... Was passiert dann? Oh. Passiert doch mal gar nichts. Das heißt, der wird überhaupt nicht angesaugt. Dann wird er nicht angesaugt. Halte ich jetzt wieder meinen Daumen drauf. Ja. Gehe ich jetzt hier hin. Sauge ich es wieder an. Und setze hier drüben wieder ab. Lass mein Vakuum auch wieder los. Und auch der Glasstein fixiert sich und setzt sich perfekt auf meine Textilie oh, drauf. Oh, das ist ja toll. Toll, ne? Das ist ja klasse. Ja, aber Moment. Ich habe dich ja nicht umsonst so schnell hierher eilen lassen, wenn hier unser Glitz-Up, der hat einiges drauf, du. Wie gesagt, Bauklötze staunen. Also wieder zack drauf. Ja. Wenn du jetzt Gegenstände hast, und davon haben wir ja auch viele, wo wir mal senkrecht bebasteln möchten. Ja? Ja. Ich meine, ich möchte mich ja nicht immer verrenken. Setze ich jetzt hier an, zack, wieder loslassen und es hält. Und es hält. Also du kannst auf sämtlichen senkrechten Gegenständen auch arbeiten. Jetzt habe ich vorhin zu dir gesagt, so ein Wintermantel, vielleicht auch ein Polyestermaterial. Und da sind ja oftmals auch Daunen drin oder irgendwelche gefütterten Materialien. Haben wir auch nie dekorieren können. Ja, stimmt, ja. Entweder es schmilzt. Ja. Jetzt nehme ich hier drüben wieder, da, an dem Kissen habe ich es nämlich auch schon ausprobiert. Sieht man das, glaube ich, auch ganz gut. Genau. Weil das gibt ja schön nach. Ja, also wieder zack. Problematisch. Mhm. Ja. Und auch hier selbst, wo es nachgibt, also hier rein federt in das Material, zack, und setzt drauf. Das ist ja toll. Ach ja, und was ist Schuhe? Ach, Schuhe habe ich auch schon ausprobiert. So schön. Schuhe ist doch so ein Klassiker, ne? Also, eine schöne wieder, Deko auf dem Schuh oder auf dem Stiefel drauf. Ja, und? Aha, das hört man so richtig, wie die Luft dann, genau. Dann lässt er los und schon drauf. Ja, super. Klasse, ne? Das ist auch gerade so, wenn die Flächen so gebogen sind oder so. Oh ja, weil da hast nicht die gleichmäßige Entwicklung. Geht ja mit dem Bügeleisen dann gar nicht so gut, ne? Geht nicht.
Aber da drüben habe ich auch mal ausprobiert. Samt, Seide, Satin selbst. Ja, diese ganz feinen, diese ganz edlen Materialien, die wir uns verbrennen würden. Ja, da traut man sich auch gar nicht drauf. Weil, wenn ich jetzt, ich zeige es dir nochmal, wenn ich hier drauf gehe, ich habe immer einen Abstand zu meiner Spitze automatisch. Das ist ganz ausgeklügelt. Also ich komme mit der Spitze gar nicht auf, so richtig fest auf das Material. Genau, du kannst nichts verschmelzen, du kannst nichts verbrennen. Und jetzt gehe ich wieder einfach wieder drauf. Schnappt mir hier drüben meinen Stein, ist so unheimlich praktisch und auch schonend für die Handgelenke. Ja. Und zack, und das ist jetzt hier so Seide, Samt, ganz empfindliche Geschichte hier. Und das hält. Und das hält. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ja, das ist toll. So, also ganz wunderbar. Und jetzt habe ich ja noch, ich sag's dir. Jetzt kommt der. Der Höhepunkt. Hot Fix Design. Das hier? Ja, das hast du hier? Schon gesehen. Das hast du schon erblickt. Gesehen. Gell? Das ist toll. Und jetzt war das ja, kannst du dich noch dran erinnern? Da haben wir das, diese Nietenmaterialien, diese größeren, die hatten immer so Zaken hinten dran. Dann hat man diese mit dem Hämmerchen und die Textilien. Es war unangenehm auf der Haut zu tragen und du hast andere Textilien damit aufgerissen. Jetzt mache ich hier drüben mal die ganze Geschichte auf null, weil wir haben ja drei Spitzen, hatte ich dir ja vorhin schon erzählt. Ne? Die drei verschiedenen Größen. Jetzt habe ich hier die mittlere drauf, die kleine. Und für die Hotfix Designer-Nieten, schau mal, da haben wir so eine flache. Die ist so eine flache, gell? Die passt sich hier auch absolut an, weil da brauchen wir eine größere Wärmeentwicklung von der Gesamtfläche her. Ja. So. Und auch wenn jetzt hier unser Vakuumapplikator, unser Glitz ab, hat er schon einen scharfen Namen. Der Glitz, an, ja, es glitzert, es funktioniert schnell und flott und funktioniert. Also eine irre Erfindung. Wie die kann ich einfach austauschen? Ja, die kann ich austauschen. Ich habe jetzt hier einfach nur mal so ein Haushaltstuch doppelt geschlagen. Und jetzt habe ich hier vorne, das ist wie eine Schraube. Mhm. Und jetzt löse ich jetzt hier oben mal die eine Kappe ab, auch wenn der Applikator noch warm ist. Ja, ja. Also ich muss nicht warten, bis er kalt ist, sondern kann das im warmen Zustand machen. Ein bisschen vorsichtig soll ich sein, aber hier oben, da habe ich ja eine schöne Grifffläche, da kann ich ihn anfassen. Mit dem Haushaltstuch die eine Spitze herunterschrauben. Jetzt sehe ich hier oben vom Gewinde her, das kann ich jetzt wieder ganz perfekt oben anschrauben. So. Mhm. Und das Schöne ist auch, wenn ich mal eine Sekunde nicht an meinem Arbeitsplatz bin, habe ich hier den tollen Ständer und da kann ich den Glitz ablegen. Dann hat er Pause. Ja. Genau. Ja. Habe meine drei Spitzen zum Austauschen, kann die Hotfix Glassteine verwenden, die Hotfix Nieten, unsere Hotfix Design Nieten. Also auf an den Kleiderschrank, an alle empfindlichen Materialien oder auch auf Farbe oder ähnliche Dinge oder senkrecht diese tolle Arbeitserleichterung. Also ein super tolles neues Gerät und ich würde sagen, in den praktischen Koffer verpackt. Wow. Hoffe ich auf eine schnelle Kaffeeeinladung bei Ruth. Die kommt ganz schnell. Okay.